Hallo, moin und willkommen zusammen. Bei mir ist zum einen der Herr Weber bzw. der Bernhard, ein altbekannter Gast. Und wir sind hier zu Gast beim Juwelier Weber in Gelsenkirchen-Burg. Erstmal vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen. Wir sind hier in der Cartier-Ecke, kann man das so sagen? Lounge. Der Louis Cartier würde sich jetzt beschweren. Es ist ein Espass. Wir sind in der Cartier-Lounge und wollen über die Neuung von Bernhard schnacken, über eine Chopin. Aber eine ganz besondere mit Flyback-Funktion. Ich denke mal, historisch auf jeden Fall sehr interessant. Chopin als Marke als solches hat eine lange Tradition, ist meiner Meinung nach eine sehr unterschätzte Marke. Wir reden hier über Inhouse-Werke, wir reden hier über ja, sehr interessante Modelle. Ein bisschen Genta-Design sehe ich da zumindest, aber ich denke mal, das gucken wir uns gleich an. Und gerade zu dem Modell gibt es auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Aber ich denke mal, wir fangen beim Anfang an, beim Bernhard. Wann hast du dir die Uhr gekauft? Die Uhr habe ich gekauft, ich denke mal, vor 3 Wochen. Also ein Auge habe ich schon sehr lange drauf geworfen. Mhm. Ich habe ganz am Anfang, als das Dreizeigermodell rauskam, hat mir der Stefan Scholten die Uhr vorgestellt. Mhm. Und dann kam die irgendwann als Chronograph raus. Der Sohn von dem Herrn Alfred Weber, der Alexander, hat die immer den Chronograph getragen. Ich habe den gesehen und habe mich sofort drin verliebt. Dementsprechend hast du hier auch bei Weber zugeschlagen vor 3 Wochen und dir eine wunderschöne blaue Chopin mit. Die wurde mir natürlich profigemäß immer wieder vorgelegt, wenn ich hier war und einfach nur mal vorbei und eine Tasse Kaffee trinken, Uhren anschauen, schöne neue Modelle, wurde mir immer wieder der Chronograph, weil der Stefan halt wusste, die gefällt mir so und ja, irgendwann musste ich dann damit rausgehen. Was ist das für ein Modell? Alpine Eagle Chronograph. Der Alpenadler. Und vor allen Dingen nachher in den Nahaufnahmen, da sehen wir noch dieses wunderschöne Blatt. Es gibt die auch nochmal als Bicolor-Version. Integriertes Band, wir haben eine flache Stahlrinette mit verschraubt. Ist die verschraubt in der Schraube? Die ist nicht verschraubt, ja. Also es geht so ein bisschen in die Richtung Genta, finde ich. Und die Drücker sind sehr, sag mal, ja, versteckt fast. Also integriert, genau. Sie fallen nicht auf. Dieser Genta-Effekt, das kann tatsächlich sein, das lag ja damals in der Luft. Mhm. Das Genta war ja 60er Jahre so, wie das entstand. Und in 70er, 80er Jahren hat Chopin eine Uhr rausgebracht, die damals auch sehr erfolgreich war, die St. Moritz. Ja. Im Vergleich zu heute eine sehr kleine Uhr, aber das gleiche Grunddesign und ist jahrelang sehr gut verkauft worden und ist in der Zeit entstanden, wo der Genta die Rolle und den Nautilus entworfen hat. Und ich finde es schön, wenn man die Geschichte jetzt nimmt, jahrelang ist die St. Moritz gut verkauft worden, dann irgendwann, weiß nicht, verschwindet so ein Modell. Und dass jetzt der Enkel von Karl Schäufele in der Schweiz sagt, Opa, wir es im Dezember gesagt haben, wir knüpfen an die große, erfolgreiche Zeit der St. Moritz und bringen eine aktuelle sportliche Uhr raus. Mhm. Ich finde das auch, wir sind ja Familienunternehmen in der dritten und vierten Generation. Und die Familie Schäufele ist jetzt auch in der vierten Generation eines der erfolgreichsten Familienerfolgsgeschichten in unserer Branche. Ich glaube, das letzte Familienunternehmen, die eine Weltmarke begründet hat. Mhm. Wenn jetzt sogar der Enkel von Schäufele Senior, der über 80 ist, Erfolg hat mit diesem Modell, Respekt. Sie haben eine besondere Verbindung zu der St. Moritz. Ja, ich habe jahrelang selbst eine St. Moritz getragen. Das ist eigentlich genau das Design, nur viel kleiner. Damals waren die Uhren wesentlich kleiner. Da war ja 40 mm schon unglaublich groß. Das hat sich keiner getraut. Ich glaube, die Geier 33 oder sowas. Ja, 34. Also ich bin ja jetzt auch nicht so der Vintage-Experte, aber die war schon deutlich kleiner. Ja. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie daran richtig angelehnt ist. Ja. Ich würde nur sagen, es ist jetzt nachweislich, dass die Familie Schäufele und die Marke Chopin eine Uhrentradition hat, bei der Wahrnehmung vieler Verbraucher, wenn sie mal mit Schmuck in Verbindung gebracht werden. Also das ist ein schönes Beispiel, wie lange die Uhrentradition zurückreicht. Es geht so in die Richtung auch wie Bulgari oder Cartier, die halt auch Schmuckhersteller sind, aber dann natürlich auch Uhren dabei haben. Schäufele, Chopin ist ein richtiger Luxuskonzern. Ja. Uhren, Schmuck
sehr schöne Seitensachen, Ledersachen, ist also auch sehr breit aufgestellt. Das heißt, seit wann gibt es das Modell jetzt ungefähr, hatten wir gerade schon gesagt? Zwei Jahre? Ganz frisch, ja. Der Chronograph aber noch nicht. Der Chronograph ist ganz frisch. Er ist ganz frisch vorgestellt. Also ich meine, den gäbe es jetzt irgendwie... Ein halbes Jahr. Mhm. Und vor zwei Jahren, genau, da wurde sie mir vorgestellt als Dreizeiger. Das kommt ungefähr hin, ja. Mhm. Und seit einem halben Jahr habe ich ihn gesehen und jetzt vor drei Wochen, ich wollte sie immer schon haben. Und meine erste Flyback auch. Ja, Komplikation. Was haben wir alles? Wir haben Flyback-Chronographen. Datum. Ja, ist auch wichtig. Glasboden. Und auch Manufakturwerke. Und Manufakturwerke, ja. Und was ich auch nochmal aus der Sicht der Tradition bemerken möchte, die Armbänder sind sehr, sehr aufwendig konstruiert. Man hätte das auch ein bisschen leichter machen können, aber da sind sie der Tradition treu geblieben. Die Armbänder sind sehr aufwendig. Ich hatte die Uhr gerade auch am Arm, das muss man sagen, sind schmalere Glieder. Auch um die rauszunehmen, also wir haben hier weder Stifte noch Schrauben außen am Rand, also sehen sich die sehr elegant aus. Also merkt man auch wahrscheinlich den Schmuckhersteller mit da drin. Die Aufwendigkeit der Bandherstellung merkt man dann, wenn man es mal kürzen muss. Genau. Das ist nicht mal eben so gemacht, das ist eine richtige Konstruktion. Wie kürzen? In der Mitte, das sehen wir wahrscheinlich gleich bei den Nachnamen. Hier im Ruhrgebiet würde man sagen, sehr fummelig. Innen drin sind, also wir haben die Schrauben innen am Band versenkt. Das heißt, du musst wirklich beide links und rechts aufschrauben? Nur eine Schraube. Das polierte Klötzchen muss rausgenommen werden. Genau, ja, also ich muss klar zwei Schrauben lösen, um ein Band raus, ein Element rauszunehmen und dann werden die gegeneinander verschoben. Mhm. Aber da nie direkt angepasst worden ist, brauchte ich es selber nicht machen. Herr Weber, Chopin als Marke. Ich meine, Sie haben ja viele unterschiedliche Marken bei sich hier im Geschäft. Wie wird Chopin da wahrgenommen, beziehungsweise wie wird die so verkauft? Sie wird auch wahrgenommen von den älteren Kunden als auch eine urdeutsche gute Qualitätsmarke, obwohl sie seit den 50er Jahren eindeutig Schweiz sind. Ja. Es spielt so ein bisschen die Pforzheimer Vergangenheit rein, aber speziell in Deutschland. International ist eine lupenreine Schweizer Marke und man schätzt sie wegen der Qualität. Und wie man hier so im Ruhrgebiet sagen würde, da läuft nicht jeder mit rum. Da finde ich die Uhr wirklich interessant. Weil sie hat diesen, sag mal, klassischen Sportuhren-Look, wie man ihn kennt, noch von den 70er Jahren. Man merkt, wenn man die Uhr in der Hand hat, dass das einfach sehr schöne Haptik hat, sehr schön verarbeitet ist. Am Arm trägt sie sehr schön. Vom Schliff vom Band. Wir haben gebürstete, wir haben polierte Flächen, wir haben sehr schöne Fasung, die immer breiter wird. Zum Gehäuse hin fast schon integrierte Drücker oder schön eingelassene Drücker. 100 Meter Wasserdichtigkeit, das ist immer ein Pro, das finde ich immer sehr gut. Gerade bei einer sportlicheren Uhr. Verschraubte Krone? Verschraubte Krone, ja. Naja, das war immer eine Stärke des Hauses Chopin. Eine absolut hohe Qualität in jedem Detail. Da sieht man auch auf dem Ziffernblatt-Design ja. Was haben wir da? Haben wir da Weißgoldzeiger und Indizes? Mhm. Und das Zifferblatt hat diesen ganz besonderen Sonnenschliff. Das Zifferblatt hat ja so eine, ja, ich sag mal, also für mich als Laie würde ich sagen, wie so eine Schieferstruktur. Mhm. Ja. Das ist schon auch allein das Zifferblatt ist sehr aufwendig in der Herstellung. Aber trotzdem hat mich das Zifferblatt begeistert, die Art der Uhr hat mich begeistert. Und dann, als er als Chronograph vom halben Jahr rauskam, Alexander Weber hat die immer getragen. Ich denke, was hast du denn da am Arm? Und dann wurde sie mir natürlich auch vorgestellt und immer wieder vorgelegt. Wie sich Mürbe war. Ich bin eh schon immer Fan für des Hauses Chopin und Schäufele gewesen. Die sind ja seit Generationen auch Hauptsponsor der Mille Miglia. Jedes Jahr erscheint eine neue Mille Miglia Uhr und die sind einfach klasse von der Qualität und vom Design. Das ist jetzt ein Dreizeigermodell? Das ist jetzt ein Dreizeigermodell, gibt es auch als Chronographenausführung. Darf ich einmal? Und ein Merkmal von Chopin-Uhren ist, sie sind auf einen Blick hin einfach schön. Das schafft er immer, so eine schöne Uhr. Ja, wir haben uns ja gerade auch noch mal die Damenuhren angeguckt von Chopin. Ist natürlich, wer seiner Frau wirklich was Gutes tun will, eine Chopin-Damenuhr, ist Schmuck. Das ist wirklich Schmuck. Die schenken das aus Liebe. Hm. Ja. Also die Uhr ist fantastisch. Wir haben hier Two-Tone, das heißt Rosgold, Stahl, ein rot hinterlegtes Datum und eine Gangreserve. Und einen sehr schönen blauen Sonnenschliff mit einer sehr schönen blauen Lunette. Das ist aber Aluminium, oder? Das ist keine Keramikeinlage, wenn ich das richtig sehe. Könnte Aluminium. Passt aber auch besser, weil mein Problem heutzutage mit Uhren mit Keramiklunette, gerade bei Sonnenschliffblättern, und das sieht man auch bei Rolex bei der 116618 LB oder bei der 116613 LB, dass die Keramik verändert sich nicht viel. Das Sonnenschliffblatt ja. Und bei einer Aluminiumlunette, da passt das Farbspiel je nach Sonneneinstrahlung besser zusammen, finde ich. Also da sieht die Keramik manchmal ein bisschen kalt aus.
Das gefällt mir hier aber auch sehr gut, weil je nachdem, wie man das Ganze im Licht bewegt, verändert sich auch die Aluminiumanlage. Das finde ich auch wichtig. Eine Uhr muss auf den ersten Blick angenehm und schön sein. Ja. Und komplett aufgezogen. Ja, voll. Automatikwerk. Ja. Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist im Laden, schafft ja. Die auch. Statt Schrittzähler. Ist nicht genug gelaufen, nur weil wenn die Uhr stehen bleibt, hat man ein Problem. Ja. Da muss ich loslaufen. Ich finde, die Uhr passt wahnsinnig gut in deine Sammlung, Bernhard. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, du bist ein Ebel-Fan, du hast ein paar sehr schöne Ebel-Modelle bei dir in der Sammlung. Da passt die richtig gut rein. Ich will den Ball gerade nochmal aufgreifen. Ja. Dieser Genta-Effekt, das lag tatsächlich damals in der Luft. Ja, Royal Oak, Nautilus war zwar ohne Schrauben, IW10, die damalige große Ingenieur. Ja. Mal Hauch von Genta-Effekt. Und zur gleichen Zeit ist die St. Moritz entstanden, die jetzt der Enkel von Karl Schäufele aufgegriffen hat zu Alpine-Egel. Das war die Zeit, ja. Muss man wirklich sagen. Passt. Das ging so in Sport. Und am Anfang, was haben sich die Leute über die Royal Oak aufgeregt? Das war ja am Anfang ein Modell, was überhaupt nicht gewollt war. Ja, und die Nautilus war ja auch, das war ja, was für die Schublade. Die wurde ja nicht verkauft. Ja. So. Ist ja jetzt erst, ich sag mal, in den letzten Jahren, ist ja dieser Hype gekommen, dass alle, dass eine Royal Oak nicht mehr neu zu bekommen ist, eine Nautilus nicht mehr zu bekommen ist. Und es sind sicherlich meiner Meinung nach, ist klar, Genta-Design, aber es sind für mich persönlich nicht die schönsten Uhren. Obwohl ich finde aktuell, ich mag die Royal Oak ein bisschen lieber als die Nautilus, aber ich finde dieses Design als solches schon sehr interessant. Ich bin auch ein Riesenfan von der Genta-Ingenieur, weil mir die sehr, sehr gut gefällt. Die Genta-Ingenieur schon eher als für mich eine Royal Oak. Ja gut, bei AP gibt es natürlich werkstechnisch, je nachdem, was man hat. Die Jumbo, wunderschöne Uhr, aber kann man nicht immer tragen. Es ist ein etwas anfälligeres Werk. Oder? Ja. Ja. Komplizierteres Werk, wenn man eher Sportuhren gewohnt ist. Wollen wir das auch nochmal diesen Ball aufgreifen, weil wir werden oft mit konfrontiert, je teurer eine Uhr ist in der Preislage, ist immer so ein Vorurteil, der muss sie noch mehr aushalten. Das ist eigentlich das Gegenteil. Die feine Uhr mit großen Komplikationen muss nicht alles aushalten. Da sollte man auch ein bisschen sanfter mit umgehen. Mhm. Ich kann Kaschmir-Pulli auch nicht mal zum Joggen anziehen. Schönes Beispiel. Ne? Ja. Aber dieses Vorurteil herrscht immer. Ja, die Uhr, die hat 100.000 gekostet, da muss sie was aushalten. Genau. Es geht ja auch um Uhrmacherkunst, es geht ja um die Mechanik als solches, um die Komplikationen, die damit bei sind. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber so beim Endverbraucher, der nicht ganz so im Thema ist wie Sie, hört man immer wieder so ein Argument. Vielleicht können wir da heute mal mit aufräumen. Ja. Nicht umsonst rutscht einem das Herz in die Hose, wenn eine teure Uhr runterfällt. Aber ja. Bernhard, Glückwunsch, sehr schöne Uhr. Ja. Ich merke schon, wir werden schon wieder einen sehr schönen Dezember-Talk haben für 2021, was da jetzt schon wieder für Uhren in die Sammlung gekommen sind. Und wir haben gerade März, ja. Und wir haben gerade erst März. Ja. Also meine Lieben, das war ein kleines Gespräch über Chopin, über die Chopin Alpine-Egel, das ich nicht gemacht habe. Schönen Dank nochmal in die Runde. Danke nochmal, Herr Weber, dass wir bei Ihnen filmen dürfen heute ein bisschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Vor allem, was haltet ihr von der Chopin? Ist euch die Marke bekannt? Teilt das mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Wie immer freue ich mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Abonnieren und Glocke nicht vergessen. Das sowieso. Ja. Genau. Dankeschön zusammen. Tschüss.